Wer an die eigene Schulzeit zurückdenkt, dem fallen meist Klassenkameraden ein, die er besonders mochte. Lehrerinnen, bei denen er wirklich etwas gelernt hat und Ausflüge wie Klassenfahrten und Besichtigungen. So eine Erinnerung wollte ich auch für die Schüler des Freien Gymnasiums Penich schaffen, sodass wir im Rahmen des Projekts Social Nature eine Abbaustätte von Heidelberger Sand und Kies besichtigten. Die Fahrt dauerte nur einige Minuten, die Abbaustätte ist nah. Und doch hatten nur 3 Schüler aus der Gruppe diese zuvor schon besichtigt. An der Abbaustätte wurden wir von 3 Mitarbeitern von Heidelberger Sand und Kies erwartet. Sie erklärten uns zunächst, dass Sicherheit vor Ort das Wichtigste sei, also bekamen alle Warnwesten und Helme. Schritt 1, Weste an. Schritt 2, Helm auf. Das war für uns alle ungewohnt, bildete aber gleichzeitig ein tolles Fotomotiv. Anschließend erhielten wir eine Sicherheitseinweisung. Bleibt zusammen, beachtet die Beschilderung, folgt unbedingt den Anweisungen der Mitarbeiter. Auch erste Informationen über diesen besonderen Ort wurden uns mitgeteilt. Dann ging es endlich los. Die über 30 Teilnehmer erkundeten unter Leitung der Mitarbeiter die Umgebung. Die Wege waren aufgrund des Wetters aufgeweicht. Daher kam es mir so vor, als ob wir uns auf einer Erkundungstour eines den Menschen noch vollkommen unbekannten Gebiets befinden. Jeder versuchte besonders vorsichtig zu sein, um sich nicht richtig dreckig zu machen. Es litten nur unsere Schuhe. Und wir wurden belohnt mit einer beeindruckenden und noch winterlichen Aussicht. Wir hielten immer wieder an verschiedenen Stationen an und wurden über den Aufbau der Abbaustätte, ihre Geschichte, die Rekultivierung und lokale Besonderheiten informiert. Trotz des Wetters zeigte sich bereits eine außergewöhnliche Vegetation. Wo welche Tiere und Pflanzen sich wann entwickeln, verdeutlichten die Mitarbeiter uns ebenso auf einem Plan wie den generellen Aufbau der Abbaustätte. Während der gesamten Besichtigung konnten Fragen gestellt werden und es gab auf wirklich alles eine Antwort. Das nächste Mal sind wir dann vor Ort, wenn auch unsere Dorngrasmücke Dan es ist. Dann erforschen wir die Umgebung und beobachten diesen besonderen Vogel.